in der letzten Episode. Ja, dann nehmen wir natürlich noch was mit hier. Apropos mitnehmen. Mhm. Wunderschön. Wunderschön. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Kjastf-Modus. Oder auch Interloper. Ja, heißt halt Kjastf. Als Speicherspielstand. Das ist natürlich. Huiuiui. Da haben wir jetzt dann doch noch einiges hier in der Hütte gefunden. Ja, die Eimer sind immer leer. Okay. Ja, für mich jetzt nach 3 Wochen tatsächlich mal wieder eine Aufnahmesession. Ist man fast gar nicht mehr gewöhnt. Er hat natürlich Hunger, ja. So, wir sind einer dieser Hütten am See, so viel weiß ich. Und ich glaube, wir suchen einen Schlafsack. Oh Gott. Okay, wir haben 20 Kilo schon dabei. Ein bisschen Holz. Sollen wir die Bücher mitnehmen? Ich glaube nicht. Ja klar, natürlich. Auf jeden Fall. So, okay, das wäre hier alles. Wir haben nichts zum Wegwerfen. Kann das sein? Das kann sogar sein. Ist der Pferd, den hätten wir zum Trocknen rauslegen können. Das ist ja gut. Ja, ist ja gut mitgedacht. Okay, zum Verteidigen haben wir eine Säge und einen Hammer. Na, das ist auch schon mal was. Juhu. Okay, es ist mal wieder neblig. Und es hört sich ruhig an. Shit. Ja, Déjà-vu, sag ich nur. Eine Déjà-vu zu leben Nummer 10, glaube ich. Ach, so Mist. Okay. Na gut, da läuft ein Wolf auf diese Insel rauf. Und jetzt wieder runter. Okay. Oh Gott, ist das kalt. Ja, das mit den Steinen hat nicht so gut funktioniert. Deswegen probiere ich das. Ja, toll, der kommt doch direkt hierher, der Penner. Jetzt durch die Frage, was macht der andere Wolf da drüben? Oh, wir haben hier 3 Hütten. Das ist natürlich cool. Okay. Ich versuche, so zu laufen, dass der Wolf uns nicht sehen kann da drüben. Vielleicht wirkt es ja. So, dann gehen wir gleich in die erste. Ah ja, du kommst mir irgendwie bekannt vor. Déjà-vu. Mhm. Das ist die Standardhütte hier. Okay. Was sagt denn eigentlich die Kleidung? Achso, das war diese kanadische Präsident-Geschichte. Okay. So langsam kommt wieder was zusammen. Kiste ist mehr drin. Ist aber genauso leer. Ja, nix. Aber gar nix. Unglaublich. Mann, Mann, Mann. Wer hinterlässt denn seine Hütten so leer? Wo ist er denn? Er ist nicht zu sehen. Liegt da drüben eigentlich was? Da drüben liegt doch gerne mal was. Ja, ja, wir wissen, dass es kalt ist. Nichts. Diesmal liegt gar nichts hier. Krass. Okay, gut. Dann brauchen wir uns damit ja nicht die Zeit zu vertrödeln. Dann gehen wir gerade wieder ins in Anführungsstrichen Warme. Nee, das ist nur ein Stoff leider. Und ein Kissen. Okay. Gut, das kriegen wir aber nicht auseinander. Ich denke, da wird die Säge nicht funktionieren. Und ich muss zugeben, ich habe bisher noch kein Kissen mit einer Säge verwendet. Wobei, das müsste irgendwie schon wahrscheinlich funktionieren. Was sagt eigentlich das Feuermaterial? Ja, das reicht. Achso, hier ist gar keine Medizinkiste. Dafür so ein Schrank. Ach. So wird das nix. Ja, der scheint wohl nicht mehr da zu sein. Ah ja. Na, guck mal, hier gibt's was zu essen. Just what I need. I need more of that. Ja, die Bücher. Gut, das kann man sich ja zur Not merken, dass die ganzen Hütten am See noch Bücher enthalten. Ich glaube, da hat ja inzwischen jede... Nein. Jede... Hütte Bücher drin. Das muss man also nicht speziell notieren.
kann sich das merken. Oder man lässt es bleiben. Ach Gott. So, was sagt denn die Temperatur? Der Tag ist noch gut. Das wollten wir nicht lernen, aber das könnte man halt noch lernen. Da müsste man halt was essen. Da kommen wir wahrscheinlich nicht sehr weit. Nee, das bringt nichts. Dann würde ich sagen, geh mal lieber auf zur nächsten Hütte. Und guck mal da, ob da was Interessantes zu holen ist. So eine Jacke wäre halt was. Und Schlafsack natürlich, klar. Aha, ein Wolf gerade am rechten Rand der Insel, zwischen dem ganzen Schilf. Ist wahrscheinlich immer noch derselbe. Wahrscheinlich wieder zurückgegangen. Jetzt sehe ich ja nichts. Ja, das stimmt schon. Aber die Hütte ist nicht weit. Junge, weißt du Bescheid? Da hinten scheint auch eine Leiche zu sein. Wir wollen das jetzt nicht. Warte mal. Ganz kurz wegen Stöcken. 22. Oh Gott. Ja, das könnte reichen. Ja, aber besser, man hat zu viel von dem Holzzeug mit. Exakt, Junge, exakt. Genau deswegen. Jetzt sollten wir uns in der Hütte allerdings auch aufwärmen. Was hat er nicht? Aha. Ach, guck mal. Noch ein Buch. Ah ja, das Erfrierungsrisiko. Ja, das wird hier drin auch nicht besser. Wir haben immer noch keine Handschuhe. Das ist unglaublich. Wir sind jetzt in Tag... Ja, 7 laut Journal, 6 laut Statistik. Also... Uah. Ich glaube, wir sind... Wann sind wir denn gestartet in das Leben? Ich glaube, ganz früh nachts kann das sein. Irgend sowas. Naja. Ernsthaft. Ach, diese Hütten, die sind so extrem leer. Das ist schrecklich, ja. Das kann man nicht anders sagen. Okay, dann machen wir das jetzt so. Wir werden jetzt was essen und ein bisschen was lernen. Das hilft nichts, sonst kommen wir hier nicht zu Rande. Was machen wir denn Schönes? Ja, 300, da kommen wir wahrscheinlich nicht weit. Wir machen die beiden Dinger hier. Sehr schön. Da müssten wir auf 4 Stunden kommen. Ja, ich mache aber lieber Ausnehmen in freier Wildbahn. Das, ach so. 10 Stunden, boah. I need to find food. Ja, 4 Stunden, genau. Also sind halt immer diese 100 Kalorien, die... Nee, wie viel haben wir beim Warten? Warte mal, wenn ich jetzt sage, warten. 112 sogar, okay. Genau, 100, also es ist wohl die Kalorienzahl wie bei Warten. So viel braucht er dann halt. Der Tag ist natürlich jetzt super fortgeschritten. Gotta eat soon. Aber wir sind wenigstens warm. Erfrierungsrisiko steigt bei minus 2 Grad. Ich weiß nicht, was dann zählt. Ob dann die Luft zählt? Müsst ihr eigentlich schon zählen. Also deswegen, es wundert mich halt, dass das Erfrierungsrisiko nicht steigt. Ach gut. Weil gefühlt ist ja immer so die Sache mit, was sagt eigentlich die Temperatur? 0 Grad. Ja, das ist geil. Ist ein warmer Tag. Sehr schön. Dann versuchen wir noch die ein oder andere Hütte hier, Eisfischerhütte mitzunehmen. Da auch der Berg gerade nicht da ist. Passt das eigentlich? Ich werde jetzt noch nicht rennen, auch wenn wir uns natürlich gegen Abend noch ein bisschen auspowern müssten. Aber wer weiß, was noch ist. Deswegen ein bisschen vorsichtig sein. Ah ja, das ist ja hoi. Gut. Deinen langen Arm. Die schleifen wahrscheinlich auf dem Boden. Das sind wahrscheinlich mal die Geräusche, die man hört. Das sind nicht die Schuhe. Das sind die Hände auf dem Eis. Ah ja, die Hütte rechts von der Insel, die man gerade sieht, die hat die Tür. Ah ja, interessant. So, jetzt ist die Frage... Was ist mit diesem Inselwolf hier? Ist der noch da? Wäre cool, wenn er nicht da wäre. Dann könnte man die Hütten abgehen. Drüben sieht es auch gerade nicht nach Wölfen aus. Eisfischerhütten, sehr schön. Obligatorische Zunderbündelchen. That'll come in handy.
Haben wir nicht so eine, doch. Aber die ist nochmal besser. Dann ziehen wir beide an. Da haben wir 9 und 3 Grad. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert. Weil der Schal um den Hals ja eigentlich dann insgesamt wärmer sein müsste. Aber wer bin ich, sowas anzuzweifeln? So, strafen wir hier mal um die Insel. Aber der Wolf scheint nicht mehr da zu sein. Doch. Mist. Okay, er geht. Kommt er jetzt zu uns oder rennt er weg? Sieht aus, als würde er weglaufen. Ja. Also weg von der Hütte. Junge, lass uns in Ruhe. Interessant. Na gut, dann lassen wir die halt aus. Dann gehen wir halt zur nächsten weiter. Ist ja dann auch egal. Das ist eh nicht so extrem viel raus. Ne, wobei, wir haben da eine Mütze rausbekommen. Also jetzt nicht so, dass da nix ist. Okay. So, ach, guck mal. Ja, da ist doch einiges drin. Zumindest loses Zeug. Ansonsten nix. Huch. Nee, das, was ist das denn? Die Fassung für den Schornstein. Temperatur 3 Grad gefühlt. Also heute können wir jetzt noch ein bisschen draußen bleiben. Okay, er bleibt stehen. Okay, dann würde ich sagen, dann bleiben wir hier nicht. Ach, doch, wir bleiben hier. Und zwar, wir gehen runter zum... Dann gehen wir lieber noch zur Jägerhütte. Oder zur Hütte des Pelzjägers, oder wie das Dingens heißt. Ich würde nämlich gerne erstmal dort reinschauen und mal gucken, ob der Hirsch dort ist. Wir brauchen nämlich noch 2 Därme. Jetzt habe ich den... Haben wir gerade den Schössling da hinten liegen lassen? Ach, das ist ja ärgerlich. Aber es ist auch erstmal egal, das ist jetzt nicht so wichtig, der kann ruhig da hinten liegen bleiben. Ich mache mich da jetzt nicht nochmal auf den Weg. Ich sollte es mir aber schon notieren, ja. Die allgemeinen Notizen. Jetzt zu viel. So. Huch. Okay, Rätselsee. Letzte Hütte am See, nenne ich es mal. Letzte Hütte am See. Birkenschössling. So, damit wir das einfach haben, weil irgendwann werden wir ihn brauchen, aber wir brauchen ihn halt erst, wenn wir dann wirklich die Pfeilspitzen haben. Und das ist ja noch eine ganze Weile, wird das gerade neblig. Das sieht irgendwie danach aus. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn es jetzt sonnig geblieben wäre. Ja, ja. Ist ja auch klar, es wird abends, dann wird es auch wieder neblig. Sinkt dann die Temperatur? Nö, die steigt. Ja, total logisch. Also ganz logisch, ist wie ein Wetterphänomen. Also diese Wetterwechsel, das ist hier doch sehr random, randomisiert. Das erfolgt keinem klaren Muster und das finde ich persönlich ein bisschen schade. Weil es ist jetzt eigentlich nicht so schwer, realistisches Wetter abzubilden. Da muss man ein bisschen halt natürlich mit Hoch- und Tiefdruck und so arbeiten. Aber wir hatten das ja... Ah ja, die... Wir hatten das ja gehabt. So, war der Metallschrott? Ich glaube, Leben 11. Ende Leben 11. Als wir den... Ah ja gut, hier haben wir noch ein paar Schösslinge. Ist jetzt nicht knapp geworden. Nicht wirklich. Okay, warte mal. So, wir haben Holz. Das, wir werden es ganz kurz aussortieren, damit wir wieder leicht werden. Wir haben ja genügend von den Dingern. Das ist gar kein Problem. Von den Stöcken. Feuer passt. Medizin passt. Kleidung ist, könnte man eines ablegen. Das haben wir, glaube ich, oben. Haben wir Kleidung schon abgelegt? Das wäre ja mal interessant zu wissen. Auf jeden Fall haben wir Schuhe gefunden. Irgendwie fliegen die Schals raus. Ja, lustig. Okay, Futter. 3 von den Fackeln schon. Das ist ein bisschen viel.
werde mal eine ablegen. Und die Federn, die kann man eigentlich auch schon wegsortieren. Okay, Magnesiumfackeln, wo tue ich euch denn mal hin? Ah ja, die liegen hier so rum, interessant. Also die Federn sind wahrscheinlich genau hier drin. 15 Stoff, das ist ein bisschen viel. Lassen wir mal 8 da. Das sollte reichen. Hagebutten haben wir gar keine. Ja, da sind halt diese Teegeschichten drin, aber die lassen wir jetzt erstmal da. Ich werde aber noch mal Schmerzmittel mitnehmen. Sicher ist sicher. Die kann man eventuell öfter verwenden müssen, haben, seinen tollen, sollen tun und so weiter. Dann sind wir nämlich wieder auf 16 Kilo runter und das ist eigentlich ein gutes Reisegewicht bis aufs Wasser. Ja, bis aufs Wasser, das wir hier nicht haben. Okay, dann müssen wir das halt in der Pelzjägerhütte schmelzen. Und kochen natürlich. So. Hey, wir haben eine Magnesiumfackel, Wölfe. Großer Traum, wenn man die Richtung geht. Sieht aber frei aus heute. Okay. Temperatur 2 Grad immer noch. Ja, ein paar Handschuhe wäre halt super. Aber das wird so schnell nichts. Gut. Dann nehmen wir die Route. Nicht wegen dem Bunker, der ist eh nicht da, aber da hat man ein bisschen mehr Übersicht. Als unten im Tal, wo gerne mal ein Wolf rumkraupelt. Und strauchelt. Die Temperatur will ich unbedingt noch nutzen für die Darmgeschichte. Wenn der Hirsch da liegt vor der Pelzjägerhütte. Wenn er das nicht tut, dann müssen wir uns an den wenden beim oder hinterm Damm. Da müssen wir halt dahinter nochmal laufen. Weil Därme sollten wir auf jeden Fall bereit haben, wenn wir aus dem trostlosen Marschland mit geschmiedetem Stuff wieder zurückkommen. Unbedingt. Das sollte dann schon bereit sein, dass wir dann direkt vielleicht könnte man dann sogar schon den Bogen basteln. Das muss man halt gucken, wie das zeitlich klappt. Wir haben ja noch ein paar Sachen zu lernen. Und ja, da könnte man sich ein bisschen die Zeit vertreiben. Ich weiß jetzt auch nicht exakt mehr, wie lange so ein Darm braucht. Ich glaube 3-4 Tage, irgendwie sowas. So, totes Holz. Wie tot bist du? Sieht tot aus. Ja. Yeah. Außer Windhöhe. Hör auf, Junge. Außer Wind. Ach, du musst auch überall hochklettern, gell? Wenn sich die Möglichkeit bietet. Okay. Ist hier irgendwas? Nein. Ich suche. Ach, guck mal. Das sollte man noch mitnehmen. Wir das brauchen. Glaube ich jetzt nicht. Aber dann haben wir es schon. Gut, dann gucken wir, ob wir an Max letzten Widerstand noch vorbeikommen. Damit wir das auch mal abgecheckt haben. Ja, ich würde gern das Leben 12 ein bisschen länger haben. Als, ich sag mal, die zwei vorhergehenden. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Leben 9 ausging. Ich glaube, das war dieses
Etwas unglückliche Wolfgezuchtel. Ding in dem, in diesem zerbröckeln Schnellstraße, wie das heißt. Das war nicht sehr glücklich. Das war auch ein bisschen dumm, aber gut. Und der Bär geht nach rechts. Ist hier ein Wolf unterwegs? Das ist noch die große aller Fragen. Noch ist die Antwort nein oder Querstrich nichts zu sehen. Gut. Federn, da sind zwei. Sehr schön. Ach, hat sogar einen Rucksack. Schlecht, ein Feuerbuch. Sonst, da ist noch eine. Okay, dann gucken wir noch, ob der Container da ist. Ja, dann wird es jetzt so langsam auch schon tatsächlich abends. Wasser kochen müssen wir auf jeden Fall noch, weil wir sind eh noch nicht so wirklich matschig. Sind nicht wirklich viel gerannt. Mussten ja auch nicht. Sie ist da. Leider war schon jemand vorher da. Okay, ist der Bär schon hier rum? Man wüsste, wo der immer so lang stromert. Aha, so läuft weg, okay. Hat er sich wieder beruhigt? Ah ja, da ist er. Er geht aber hoch, okay, alles klar. Gut. Ja, in diesem Leben sind jetzt wieder nicht so viele Tiere da. Hm. Also das ist mit diesem... Aber hier scheint auch ein Hirsch zu sein. Ach, hervorragend. Leute, hervorragend. Das ist richtig gut. Und nehmen wir natürlich auch gleich das Fell mit, das ist klar. Okay. Passt. Sonst federtechnisch nichts. Hinter der... Da vorne ist was. Ist der? Gut. Dann haben wir das schon mal. Dann kommen wir jetzt... 2 Stunden, boah. Wir machen das mal langsam. Erst die Därme sind erstmal wichtiger, weil die Temperatur nämlich auch sinkt. Das dauert nochmal 1 Stunde. Das ist aber auch wichtig. Ah, die Temperatur ist gnädig. Dann nehmen wir das noch mit. Hervorragend. Ich weiß, ich hätte es auch vierteln können, aber... Nee, hätte ich nicht. Geht ja, glaube ich, nicht, wenn es gefroren ist. Irgendwie sowas. Aber das Wetter ist echt gnädig heute. Gott sei Dank. Wenigstens mal etwas. Ja, warte mal. Trink mal den Rest. Sehr schön. Ja, das kannst du auch wegstecken. Hier hinten ist kein Wolf. Zumindest hatte ich hier noch nie einen. Ich hatte nur Bären hier. So, da gucken wir nochmal, ob es da oben Schösslinge gibt. Und der Rucksack. Ach, Tatsache. Krass. Boah. 5 Stück, Leute. 5 Schösslinge. Tja, rate mal, wie viel wir mitnehmen. Und ja, es ist richtig geraten. Natürlich nehmen wir alle mit. Ist ja klar. So. Ach, da ist schon jemand da in der Hütte. Ah, sehr schön. Da sind wir nicht allein. Ach so, der Rucksack ist nicht da. Ja, aber dafür 5 Schösslinge. Das ist mir dann tatsächlich wichtiger, weil die Schösslinge sind ja wenigstens dann da, wenn du sie siehst. Im Gegensatz zu leeren Rucksäcken. Ach, da ist schon jemand da. Da kann man mal quatschen. Vielleicht hat der Jeremiah ein Messer für uns. Huch, ist das dunkel. Sah von außen anders aus. Naja gut, okay. In der nächsten Folge ganz einfach Wasser kochen, also Zeug ablegen, Wasser kochen, Fleisch kochen, schlafen legen. Morgens Hütte looten. Und dann gucken wir mal, dass wir vielleicht lernen. Ich weiß nicht, vielleicht zumindest mal, dass die Därme oder so getrocknet sind. Das wäre ja mal nicht schlecht. Weil ich würde halt, dann müsste man halt nochmal zurück zum Lagerbüro, dass man halt da sagt, okay, wir sammeln den Ahornschössling auf und bauen uns vielleicht zumindest mal den Bogen und nehmen uns ein paar... Also Federn und Pfeil. Ah, Gott sei Dank. Federn und Pfeilspitzen. Federn und die Schäfte schon mal vorbereiten, dass wir dann nur noch die Pfeilspitzen brauchen. Die können wir dann theoretisch auch in der trostlosen Marschland basteln. Ja,
Die Planung ist groß, ob dann das umsetzen, das sehen wir dann. Ja, und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.